Hallo Gartenfreunde, in diesem Video möchte ich euch mal kurz zeigen, wie ihr einen Nährstoffmangel an euren Pflanzen erkennt und wie ihr unterscheidet, ob das jetzt Alterserscheinungen sind und den Grund für den Nährstoffmangel herausfindet. Liegt das jetzt an der Pflanze oder liegt das am Boden oder hat es andere Ursachen? Das ist nämlich nicht immer ganz so einfach herauszufinden. Das kann nämlich an vielen Ursachen liegen, nicht nur am Boden. Da habe ich euch auch ein Beispiel hier aus meinem Gewächshaus. Das zeige ich euch mal, dass der Nährstoffmangel nicht am Boden liegt, sondern an der Pflanze. Was sehr interessant ist. Also, los geht's. Ja, warum ist das so ein wichtiges Thema? Ja, wir haben jetzt Mitte der Saison, Mitte Juli, und die ganzen Gemüsepflanzen stehen in voller Pracht da und produzieren fleißig Früchte. Und in dieser Phase ist es einfach wichtig, dass die Pflanzen genügend Kraft zur Verfügung haben, um die ganzen Früchte zu versorgen und gesund weiterwachsen zu können. Also, einen möglichen Nährstoffmangel zu erkennen, ist nicht so schwierig. Zu unterscheiden, an was das liegt, ist ein bisschen schwieriger, aber einen zu erkennen, sage ich ganz einfach. Ihr könnt dabei den oberen Teil der Pflanze einfach mal beiseite lassen, dann müsst ihr euch nicht drum kümmern, denn ein Nährstoffmangel wird immer im unteren Teil der Pflanze angezeigt. Da sind nämlich die älteren Blätter und falls ein Nährstoffmangel herrscht, verlagert die Pflanze die Nährstoffe aus den Blättern, aus den unteren Blättern in die oberen, also in die Zukunft. Und falls ein Nährstoffmangel auftritt, sieht man das am besten immer, wenn die ganze Pflanze gleichmäßig einen Farbverlauf von oben saftig grün nach unten blassgelb aufweist. Also das ist immer ganz wichtig, dass ein Farbverlauf erkennbar ist. Weil wenn nur ein unteres Blatt irgendwie gelb ist, das kann auch Alterserscheinung sein. Also guckt einfach die ganze Pflanze an, ist da ein Farbverlauf nach unten und dann ist es eigentlich ziemlich eindeutig ein Nährstoffmangel. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Ja, hier mal ein Beispiel. Ihr seht hier bei der Chili, die neuen Blätter der jungen Triebe, die sind noch schön grün, also vergleichsweise grün. Und umso weiter runter ich bei der Pflanze schaue, sehe ich einen deutlichen Farbverlauf zu einem hellgrünen Gelb. Das ist wirklich ein gleichmäßiger Farbverlauf und das ist immer ein eindeutiges Anzeichen, dass da ein Nährstoffmangel herrscht. Hier zum Beispiel jetzt mal eine Pflanze, die keinen Nährstoffmangel hat. Schaut euch mal die Farben hier an von den Trieben oben. Saftiges Grün. Und umso weiter runter ich gehe, bleiben die Blätter genau in der gleichen Farbe. Also da ist kein Farbverlauf zu erkennen. Selbst die untersten Blätter sind noch genau gleich von der Farbe wie die oberen. Und das ist, ja, daran erkennt man, dass die Pflanze gut versorgt ist, dass da kein Nährstoffmangel herrscht. So, jetzt mal hier bei meiner Aubergine im Freiland auch als Beispiel. Ihr seht, die oberen Blätter sind wunderbar saftig dunkelgrün. Und wenn ich jetzt hier weiter runter schaue, sieht man so einen ganz leichten Farbverlauf und hier zum Beispiel ist ein Blatt total gelb schon. Allerdings muss man da jetzt aufpassen, man würde meinen, es könnte ein Nährstoffmangel sein, aber wenn ihr euch mal die Blätter genau daneben anguckt, auf der gleichen Höhe, hier zum Beispiel, wenn ich das mal nebeneinander halte, da sieht man einen deutlichen Unterschied, dass hier eben nicht ein Farbverlauf über die komplette Pflanze zu sehen ist. Und daraus würde ich schließen, dass es hier nur ein altes Blatt ist, also kein Nährstoffmangel. Weil sonst die anderen Blätter von der Farbe her schön gleichmäßig grün sind. Auch hier ist zum Beispiel ein altes Blatt. Genau. Also einfach immer gucken, wenn einzelne Blätter gelb sind, dann ist es immer meistens eine Alterserscheinung. So, hier mal bei meiner Zucchini, um die ich mich überhaupt nicht gekümmert habe. Die habe ich gar nicht gegossen und nicht richtig versorgt. Da sieht man auch klassisch, oder man sieht sehr gut, dass die einen Nährstoffmangel hat. Ihr seht, die frischen Blätter hier in der Mitte sind noch einigermaßen schön grün und jetzt nicht wirklich saftig grün. Die ganze Pflanze ist auch sehr klein. Und wenn ihr hier die Blätter, die alten Blätter im Außenbereich anschaut, da seht ihr, die sind gleichmäßig verblasst alle. Und ja, das ist auch eindeutig ein Nährstoffmangel. Ich könnte die jetzt nochmal nachdüngen. Ja, aber für mich ist immer das Beste, wenn man so einen gleichmäßigen Farbverlauf sieht, dann bin ich mir immer ziemlich sicher, dass es ein Nährstoffmangel ist. Was könnte der Grund für einen Nährstoffmangel sein? Das ist nämlich nicht immer so einfach herauszufinden. Das kann an der Pflanze selber liegen, dass sie einfach nicht die Nährstoffe aufnehmen kann. Oder auch am Boden, dass einfach zu wenig Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Oder auch andere Gründe. Hier in meinem Gewächshaus habe ich ein Beispiel, ein seltenes Beispiel davon, dass ein Nährstoffmangel nicht durch den Boden verursacht ist, sondern selber durch die Pflanze an sich. Das zeige ich euch mal gleich in diesem Video. Das ist nämlich super interessant. Warum meine ich das? Ich zeige euch mal hier ein Beispiel. Ihr seht, diese Paprika sehen super aus von der Farbe her. Da erkennt man keinen Nährstoffmangel. Aber hier genau die Paprika, die daneben stehen und die Chilis, die sind alle
Alle haben sie Nährstoffmangel. Ihr seht überall einen Farbverlauf. Aber warum ist das jetzt so? Weil der Boden ist komplett gleich vorgedüngt. Selbst die Tomaten hier daneben haben keinen Nährstoffmangel. Das sind nur hier die Paprika und Chilis, die hier wachsen. Ja, und da fängt es an mit Ursachenforschung. Man muss so den ganzen Jahresverlauf überblicken. Was ist mit dem Boden passiert? Was ist mit der Pflanze passiert? Weil, ja, sonst könnt ihr da schnell einen Fehlschluss machen. Hier zum Beispiel weiß ich, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt die Pflanzen nachzudüngen, weil der Nährstoffmangel nicht vom Boden herkommt, sondern durch die Pflanze, durch die Pflanze verursacht ist. Die Pflanze kann einfach nicht die Nährstoffe, die im Boden sind, aufnehmen. Weil im Boden ist genug, aber das Problem liegt in diesem Fall bei der Pflanze. Wenn ich da jetzt nachdüngen würde, würde nicht viel bringen. Ja, und wer weiß ich das? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Das liegt nämlich an der Voranzucht. Da hatte ich euch mal in einem anderen Video gesagt, dass ich da so Probleme hatte mit der Paprika. Beziehungsweise das war kein Problem, sondern eigentlich war ich total happy im Frühjahr. Die sind nämlich sehr gut gewachsen und die waren Anfang April eigentlich schon fertig zum Auspflanzen im Freiland oder im Gewächshaus. Aber es war noch viel zu früh, weil die so gut gewachsen sind. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, die aus einem kleinen Topf auszutopfen. Und dann sind die monatelang in so einem kleinen Topf gewachsen und die Wurzeln wurden so eingeengt da drin, dass die Pflanze in absoluten Stress gekommen ist und in eine Notreife gekommen ist. Also die hat einfach den Modus gewechselt von Wachstum in Reifemodus. Und das habe ich jetzt hier, kann man es sehr gut erkennen, die Pflanzen sind kein bisschen gewachsen, seit ich die vor 2 Monaten, 3 Monaten ausgepflanzt habe. Da ist nichts mehr passiert von Größenwachstum. Die ist einfach nur, hat nur die paar Früchte gebildet, die sie am Anfang des Jahres da angelegt hat und fertig. Und daher denke ich einfach, die Pflanze hat einfach nicht mehr es geschafft, ihre Wurzelwerk auszubilden, weil die einfach nur in Reifemodus gewechselt ist. Und als ich die jetzt hier ins Gewächshaus gepflanzt habe, hat die einfach nicht mehr die Wurzeln ausgebildet. Und dadurch kann sie natürlich keine Nährstoffe erschließen, die im Boden sind. Also liegt es nicht am Boden, sondern an der Pflanze in diesem Fall, weil das Wurzelwerk einfach zu klein ist. Ich kann auch mal eine für euch jetzt hier rausziehen, eine Pflanze. Da werdet ihr sehen, dass das Wurzelwerk sehr, sehr klein ist. Weil hier die Pflanze ist verloren. Ich ziehe mal raus. Ihr seht, das ist das ganze Wurzelwerk von der Pflanze. Da ist nichts ausgebildet. Und darum hat die auch einen Nährstoffmangel. Aber das liegt eben nicht am Boden, sondern an der Pflanze. Schaut mal hier. Wo sind da irgendwelche Wurzeln? Das ist kein bisschen, seit ich die ausgebildet habe, da sieht man auch den ganzen, die Form von Topf, wo die drin gewachsen ist. Die hat keine großen Wurzeln ausgebildet. Und das ist natürlich richtig blöd gelaufen. Aber da werde ich nächstes Jahr das anders machen. Genau. Also, so ein Nährstoffmangel kann am Boden liegen oder an der Pflanze. Und da müsst ihr halt das Ganze betrachten, den ganzen Jahresverlauf, was mit der Pflanze passiert ist und was mit dem Boden passiert ist. Aber wie ihr genau einen Nährstoffmangel behebt und wie man das vorbeugt, da mache ich euch nochmal ein separates Video. Ich wollte in diesem Video einfach nur mal zeigen, wie man das erkennt und wie man das unterscheidet von Alterserscheinungen und wie man herausfindet, ob es jetzt am Boden liegt oder an der Pflanze. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen.